Ricktastisch geht's weiter auf dem Map Waldgebiet von Prinz Rocky mit der Hornet. Soviel zum Thema, wann spiele ich immer. Es ist jetzt, ich habe wieder mal keine Uhr, weil ich im Vollbildmodus hier spiele, aber so gefühlt 8 Uhr und deshalb spiele ich auch, nein, zwei rote Pings, das war doch eben nicht so. Deshalb ist auch jetzt gerade kaum jemand von meinem, was? Wo werde ich, was? Deshalb ist ja auch gerade kaum jemand von meinem Clan da, von unserem Clan, von Bricktrend. Ja, da schlafen eben noch alle. Und deshalb habe ich auch irgendeinen random Raum jetzt genommen, wo ich reingekommen bin. Aber ich wollte jetzt aufnehmen, denn am Wochenende ging es nicht. Wow! Und zwar ging es deshalb nicht, naja, das Übliche eben, oder? Warum es nicht ging, deshalb geht es eben nicht. Weil irgendwie Netzwerkfehler und keiner konnte spielen. Es gab zwar ein paar Räume, wo man irgendwie spielen konnte, aber ja, aufnehmen war da nicht so. Ich spiele mit der Hornet wieder mal. Hat man sich zumindest gewünscht und ich habe mir die jetzt auch permanent geholt, weil ich beim letzten Mal gesehen habe, hey, die kann ich mir ja auch wieder permanent zurückholen. Was ich ziemlich cool fand. Deshalb habe ich das getan. Es gab wieder eine Tokens-Aktion. Viele glauben ja, was ich so aus den Kommentaren heraus höre und lese. Also hören tue ich es nicht wirklich. Sprechen kann man mir da noch nichts auf die Kommentar-Mailbox. Aber was ich so herauslese, irgendwie, jeder glaubt, ich kaufe mir diese vielen Waffen irgendwie, weil ich die alle brauche. Und ich spiele dann mit denen und bin nur deshalb so gut, weil ich 35 verschiedene Waffen permanent habe. Aber das ist ja gar nicht so. Ich kaufe mir die alle, dass die Let's Plays Abwechslungs... Wow, 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 nicht, lass mich! Dass die Let's Plays abwechslungsreicher werden und ich nicht permanent mit derselben Waffe spiele. Dann stelle ich andere Waffen vor, zeige die, denn es steht zwar auch immer was dabei. Oh, der hat eine seltene Waffe, glaube ich. Der Race, werden wir uns dann genauer anschauen, aus dem Pick-and-Win-System. Ich stelle immer alle Waffen vor. Es gibt so eine Beschreibung der Waffen, die man sich durchlesen kann. Da steht dann zum Beispiel dabei, dass die Snake 2 Zoom-Stufen hat. Oh, das war eine gute Granate, dass die Snake 2 Zoom-Stufen hat. Aber so im Endeffekt in Action sieht man sie dann nur wirklich, wenn man sie sich selbst, sagen wir mal, für einen Tag kauft. Oder wenn man sich ein Video ansieht im Internet. Und dafür muss sich aber auch jemand, der Videos macht, die ganzen Waffen kaufen. Und das mache ich eben. Dass, wenn ich ganz normal und ganz alleine Brickfall spielen würde, ohne jegliche Videos, glaubt man dann wirklich, ich würde mir diese ganzen Waffen alle kaufen, die ich normal habe? Da würde ich mal ein paar durchtesten und dann reicht mir doch eine Waffe für immer. Da brauche ich doch nicht diese ganzen. Nee, da kann man rauf. Also Waldgebiet heißt die Map. So viel zum Thema mit den Waffen. Ich kaufe mir die nicht für Eigenbedarf. Klar spiele ich dann noch selbst damit und stell die vor und alles, aber das würde ich nie im Leben machen, wenn ich auch keine Let's Plays oder allgemein Videos von diesem oder anderen Free-to-Play-Spielen machen würde, dann würde ich es da viel gemütlicher angehen, weil ganz ehrlich, man kann sowieso nur mit einer Waffe bzw. Sekundär und Granate spielen, was brauche ich denn da so viele Waffen? Die sind nur zum Herzeigen, vor allem mit den meisten bin ich irgendwie schlecht. Sniper habe ich bis vor kurzem überhaupt nicht so gemocht, ist zwar auch mal eine spaßige Abwechslung, aber liegt mir einfach nicht so, weil ich selten damit spiele. Bazooka, ja, ist jetzt auch nicht so mein Favorit, aber ist auch mal eine lustige Abwechslung, deshalb, das wollte ich nur mal erwähnen. Das kaufe ich mir alles nur für die Videos. Und das kaufe ich mir auch aus eigener Tasche. Viele glauben, ich werde da irgendwie gesponsert. Also sehr gerne, ja, wer einen Sponsor hat, immer nur her damit, habe ich kein Problem damit, aber nein, ich kaufe mir das alles aus eigener Tasche. Und eben, wie gesagt, nicht, weil ich jetzt, oh, okay, heute brauche ich jetzt mal wieder ganz dringend eine neue Waffe. Bringt ja nichts, wozu? Wenn man einmal eine Lieblingswaffe gefunden hat und mit der gut spielt, ja, es kommen dann ab und zu Halloween-Waffen und solche Sachen hinzu, aber die sind ja jetzt nicht unbedingt tausendmal besser als irgendeine andere Waffe. Da reicht das, was man sich mal erspielt hat. Das finde ich auch so cool. Wenn man einmal was hat, dann reicht das eigentlich und es kommt nicht ständig irgendwas Neues dazu, was dann... Was ist denn da los? Oh, ist der das mit dem roten Ping? Nein. Ständig irgendwas Neues hinzu, was dann tausendmal besser ist oder so. Also von daher, das sollte nur mal nebenbei gesagt sein. Und jetzt mal ein bisschen was zur Map.
Waldgebiet. Also wie es aussieht, nicht symmetrisch. Hier die einen spawnen in einem Häuschen-Waldgebiet. Komm, geh von deinem Respawn-Schutz weg. Und wir anderen hier in so Baumhäusern. Sieht schon ganz fein aus eigentlich, muss man sagen. Da drüben kommt er, da drüben kommt einer. Jetzt kommt er nochmal raus. Das bringt ja nichts, hier herumzulaufen. Man kann anscheinend auch aufs Dach, das finde ich sehr cool gemacht. Oh ja, das finde ich genial. Oh, aber das ist eine üble Stelle. Da kann ich ja jetzt den Spawn bekämpfen, als gäbe es keinen Morgen. So, hier eine Granate, ich hoffe, die prallt ab und fällt dann irgendwie zurück. Und trifft sogar jemanden. Wow, da kommt er. Da kommt er. Wuhu. Okay, hier oben geht's aber schon ab. Boah. Ja, früh morgens ist die Hand noch ziemlich kalt. Ich weiß nicht, wer dieses Problem kennt. Bei mir ist das zumindest, wenn man aufsteht. Vormittags, vor allem wenn es noch jetzt nicht Sommer ist, dann ist einem ein wenig kalt und dann zittert die Hand ein wenig. Aber das kommt schon noch. Ein paar Runden hier warm spielen und dann geht die Post ab. So, jetzt hier wieder runter. Das heißt, spawnen wir immer in diesem Häuschen da oben. Prince Rocky und das Waldgebiet mit der Hornet. So, genau. Und die habe ich jetzt auch praktisch permanent. Weil wenn ich sonst immer einen Tag oder eine Woche mir die kaufe, ich spiele ja längerfristig. Ich spiele jetzt Brickforce schon seit Anbeginn der Zeit, seit der Closed-Beta-Phase und kann dann immer und immer wieder auf die anderen Waffen zurückwechseln und vor allem manche, nein, den habe ich nicht gesehen, Razes mit der krassen seltenen Waffe und manche Waffen eben wie zum Beispiel eine Shooting Starring, so eine Weihnachtswaffe oder eine Kürbisknarre, die gibt es eben nur zu bestimmten Events und wenn jemand später zum Spiel hinzukommt und denkt sich dann, okay, was war denn da zu Halloween los? Kürbisknarre muss ja richtig cool sein. Dann habe ich sie parat und kann sie im Video herzeigen. Oder man sieht sich alte Videos an. Das ist ja richtig cool. Und ich merke gerade, wenn man das Wort Video öfters sagt, klingt das irgendwie komisch. Video, 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 Video. Da gibt es ja auch die kuriosesten Schreibweisen von diesem Wort. Oh, oh, oh. Aber hoffen wir mal, um nochmal zum eingangs erwähnten Problem am Wochenende zurückzukommen, weil ich auch die Leute hier gerade wieder Moonwalk machen sehe. Hoffen wir mal, dass die Serverprobleme bald gefixt werden. Viele schreiben ja auch, ich weiß nicht, Gerüchte verbreiten sich in Spielen mit einem globalen Chat, vor allem Brickforce, so schnell herum, wenn einer irgendwas schreibt, wie zum Beispiel Season 3 kommt morgen raus. Dann schreibt das jeder im Chat und dann schreiben mir die Leute, hey Schilling, ich habe gehört von dem und dem, dass morgen Season 3 rauskommt. Wie findest du denn das? Ja, das wird nicht sein. Sobald nicht irgendetwas irgendwo offiziell steht, kann man dem keinen Glauben schenken. Da gehen ziemlich viele Gerüchte um und da erlaubt sich ein Witzbold einfach einen Scherz. Oder es kam einfach zustande, weil die Leute geglaubt haben, okay, die Server laggen ein wenig und Server sind vielleicht down, vielleicht spielen die schon das neue Update drauf, aber man muss da gar nicht zu viel herumfantasieren. Einfach abwarten, Tee trinken und aufs Schlachtfeld gehen, der hat auch die Hornets. Okay, ist unser Spawnplatz überlegen oder wieso ist unser Team überlegen? Aber vollkommen zufällige Leute, nicht mal einer vom Brick Trend, das hatte ich auch schon länger nicht mehr, aber es ist wirklich kaum jemand online und es ist so früh. Aber ich dachte mir mal, okay, wenn mal die Server halbwegs rund laufen, dann muss ich das nutzen. Denn ich bin ja als Let's Player darauf angewiesen, auf die Server. Das ist nicht so, wie wenn jetzt 90% aller Singleplayer-Let's Player auf einmal Tomb Raider spielen. Da kann man immer spielen. Glaube ich zumindest, obwohl schon viele Games auch irgendwie einen Online-Zwang einbauen, was ich extrem uncool finde bei Spielen, die eigentlich nur offline sind, aber das ist wegen diesen Microtransactions, die irgendwie überall kommen sollen. Naja, wie auch immer. Genug Smalltalk. Also, die Map ist cool, weil hier nicht so ein richtig offenes Feld ist, sondern ich kann hier von Gebüsch zu Baum zu Gebüsch zu Baum. Oh, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, das ist ein Spieler, weil da hinten Flame Eagle stand. Au weh, au weh, au weh. Aber die zwei roten Pings, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt mit dem Server zusammenhängen muss. Wenn es einzelne Fälle sind, kann sie auch wirklich an einer schlechten Internetverbindung von Person XY liegen.
Also wenn ich jetzt von meinem Holz-PC aus spiele, dann können die Server noch so gut sein. Aber mit einer schlechten Internetleitung bringt das einfach nichts. Das heißt, das kann natürlich auch daran liegen. Wow, wow, okay. Der läuft einfach an mir vorbei. Und da war schon zu Ende. Wenn man ein bisschen Smalltalk macht, geht so eine Runde aber wirklich schnell zu Ende. Waldgebiet von Prinz Rocky Balboa. Coole Map. Jo. Zurück. Raumeinstellungen nicht, sondern Inventar. Ich habe schon länger nicht mehr mit der gespielt. Leichte Waffe, die Hornets 96. Hoffentlich nicht ihr Geburtsdatum. Die habe ich mir jetzt wieder permanent geholt. Das heißt, die habe ich jetzt für immer und werde dann auch öfters in den Videos spielen. Und bei der Kürbisknarre bereue ich es noch immer. Die kann ich noch immer nicht permanent neu kaufen. Schade, aber zumindest kann ich sie ab und zu für einen Tag im Video herzeigen. So, das war's mit dem Waldgebiet und jetzt geht's vielleicht bald in ein Stadtgebiet. Geht in Deckung! Geht in Deckung!